Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Gestern die Weihnachtsansprache, ja, was heißt Weihnachtsansprache, ist jetzt auch keine Weihnachtsansprache jetzt unbedingt gewesen, aber Weihnachtswünsche würde ich eher sagen. Und ja, und dementsprechend will ich jetzt direkt weitermachen, nicht lange zögern, sondern direkt weitermachen. Wir haben den Weihnachtsmorgen, 25. Dezember jetzt heute und ja, gestern mit meinen Eltern gekommen ja, sitze gerade auf meinem Bett auf meinem Zimmer hier gerade und nehme gerade auf hier, sitze gerade gemütlich auf dem Bett und muss aufpassen, dass ich mir nicht den Kopf stoße, aber gut, das bin ich eigentlich schon gewohnt, von daher passt das. Ansonsten, ja. Wie ist es gestern verlaufen? Wann bin ich losgefahren? Ich glaube, gegen 12 Uhr bin ich losgefahren, dann zu meinen Eltern. Gegen 12.30 Uhr bin ich ungefähr angekommen, glaube ich. Und ja, leider war meine Schwester nicht da, die ist krank geworden, wohl von Donnerstag auf Freitag oder so, das meine ich gehört zu haben. Gute Besserung an dieser Stelle, falls du das siehst, liebe Schwester. Und ja, ansonsten war es schön gestern. Wunderschön. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, bei meinen Eltern zu sein jetzt hier. Haben heute Morgen auch noch gefrühstückt zusammen. Gucken gleich noch was. Gestern haben wir geguckt Avatar The Way of Water. Den zweiten Teil halt von Avatar. Wir haben geguckt Kevin allein zu Hause. Wir haben geguckt Polar Express. Haben wir reingeguckt. Noch einen anderen Weihnachtsfilm. War auf jeden Fall richtig schön. Und haben auch lecker gegessen zusammen, gab Nudelsalat mit veganen Frikos. Und ja, mittlerweile versuche ich auch viel mehr mit Essstäbchen zu essen, funktioniert immer besser. Einfach aus dem Grund, weil man dann dementsprechend auch langsam isst und dementsprechend satter wird, finde ich auch. Und der Magen kann das dementsprechend besser verdauen, als wenn man die ganze Zeit stinkt. Aus dem Grund versuche ich auch immer mehr mit Essstäbchen zu essen. Den Hintergrund habe ich von Thomas auch aus der WG und finde das eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Liebe Grüße auch an Thomas oder an meine gesamte WG auch hier an dieser Stelle. Mir gefällt es dort sehr, sehr gut, was die WG betrifft. Aber jetzt geht es hier erstmal darum, was passiert jetzt heute. Heute ist jetzt noch geplant, noch eine Forsters Falkner-Folge zu gucken. Das ist eine meiner Lieblingsserien, die es damals gab, und die gucken wir heute weiter, eine weitere Folge, dann werde ich so gegen 12, 13 Uhr, vielleicht 14 Uhr fahren, wieder nach Willich, zur WG, da machen wir auch noch Bescherungen, freue ich mich schon drauf, zwei Pakete sind leider nicht angekommen, einmal das Paket für Thomas und das für Michaela, wobei eine Benachrichtigung noch im Briefkasten war, dass ich noch am Mittwoch ein Paket abholen kann, vielleicht ist es ein letztes Weihnachtsgeschenk, ich hoffe es zumindest. Aber leider dann verspätet. Ja, gut, ist so. Kann man nicht ändern. Und ja, werden sie dann nachträglich dann halt kriegen. Aber ansonsten gehen wir dann noch heute essen lecker beim Inder direkt nebenan. Und ist super lecker. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich werde wahrscheinlich wieder die 81 essen beim Inder. Das ist hausgemachter Rahmkäse in einer milden Currysoße mit Reis halt. Und schmeckt sehr, sehr lecker. Wenn ihr das esst, ich kann es nur empfehlen. Schmeckt wirklich super, super lecker. Und die sind beim Inder auch sehr, sehr freundlich. Was da waren jetzt auch, das, ich glaube 6-7 Mal war ich da schon beim Inder. Ansonsten, ja, morgen ist jetzt, glaube ich, nichts Großartiges geplant. Am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich werde aber auf jeden Fall am 26., also morgen, werde ich dementsprechend am zweiten Weihnachtsfeiertag auch wieder live gehen auf Twitch mit Ark Survival Ascended. Da wollen wir auch weiterkommen. In der offiziellen Base, auf den offiziellen Servern.
muss weiter gezüchtet werden, gefarmt werden und. Also im Prinzip das gleiche wie ein Axel bei Wolf. Ansonsten werde ich vielleicht heute Abend noch, wenn ich zu Hause bin und nach dem Essen, je nachdem, werde ich vielleicht noch mal ein paar Folgen von den vier Projekten aufnehmen, also nicht von allen vier Projekten. Ich denke mal in Richtung City Bus Manager werde ich aufnehmen. Ein Projekt habe ich schon bis zum 31. fertig geplant. Muss ich gucken, welchen. Ich glaube, das wäre Project Hospital. Und ansonsten, ja, mit den anderen Projekten gucken. Ansonsten, was neue Projekte angeht, hatte ich auch schon in dem Community Hub jetzt gesagt, dass es neue Projekte im Jahr 2024 geben wird. Teilweise auch alte Games, die ich schon mal gezockt hatte, werde ich nochmal aufnehmen und ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann wird. Zum Beispiel, soll ich mal ein Beispiel nennen? Ich glaube noch nicht, vielleicht noch nicht. Ich lasse die Spannung ein bisschen hochtreiben, vielleicht. Ansonsten, ja, gucken, wie es wird. Was die Vlogs angeht, werde ich wahrscheinlich auch gucken, dass ich die vielleicht auch uncut mache. Im Prinzip einfach so hinquatschen, was kommt. Und werde ich vielleicht so versuchen, immer so 10 Minuten anzupeilen, wenn es geht. Vielleicht kommen nochmal am Tag 2 Vlogs oder so, ich weiß noch nicht. Vlog aufnehmen, hochladen, fertig im Prinzip. Und ich will mir jetzt nicht so großartig Arbeit machen in dem Sinne und alles zurechtstellen oder so. Ihr kennt das ja von mir, die Videos sind ja meistens auch uncut. Und ja, so habe ich das vor, auch bei den Vlogs im Prinzip zu machen. Ich denke mal, die einfachste Lösung auch für alle. Und könnte auch vielleicht ein oder andere Versprecher dann mit dabei sein oder so. Müsst ihr dann wissen oder müsst ihr dann gucken, wie das für euch ist. Könnt ihr mal gerne in den Kommentar schreiben, aber ich denke mal, das wäre so allgemein die einfachste Lösung, schätze ich mal. Ja, ansonsten muss ich mich, glaube ich, auch mal wieder rasieren. Wird mal wieder Zeit, ich sehe es mal. Und ja, werde ich vielleicht heute auch nochmal machen. Vielleicht auch morgen. Rasiert mal. Einfach. Mal gucken. Ja, Haare schneiden müsste ich auch mal langsam wieder. Muss ich mal langsam wieder einen Friseurtermin machen. Ich denke mal, im Januar mache ich das dann. Wenn auch schon wieder länger. Habe ich letztens ich glaube Ende November oder so, habe ich mich schneiden lassen auf 6 mm. Die sind schon wieder ganz schön gewachsen. Na gut. Ansonsten, ja, was liegt sonst an? Liegt sonst irgendwas an, was ich euch sagen möchte? Eigentlich nicht. Ich denke, das war's ansonsten. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Zocken. Ich freue mich, dass ich wieder aktiv bin und aktiv sein werden kann. Für euch. Mir macht es unglaublich viel Spaß zu zocken. Ihr kennt das ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ans Mikro gekommen bin oder so. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Ich weiß es gerade nicht, wo hier am Tablet das Mikro ist. Ich habe ein neues Tablet geholt gehabt und mit dem nehme ich jetzt hier die Vlogs auf. Das ist ganz interessant und ganz spannend. Ja, bin ich mal gespannt, wie es läuft. Ansonsten danke ich euch erstmal soweit fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ein ganz recht herzliches Weihnachtsfest, gemütliches ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich werde das wahrscheinlich das Video jetzt, ich nehme es gerade, wann, was, wie viel Uhr haben wir? Wir haben jetzt, glaube ich, lasst mich mal gucken, 10:15 Uhr. Ich denke mal so 14, 15 Uhr werde ich zu Hause sein. Ich werde es dann wahrscheinlich auch direkt auf den Computer ziehen, schneiden, also was heißt schneiden, Intro vor, Outro hinterher und dann auch direkt wahrscheinlich hochladen, dass es so, denke ich mal, so 16 Uhr online sein sollte. Vielleicht so 16, 17 Uhr, so denke ich mal, könnte das passieren. Und gucken, wie schnell ich das schaffe. Aber kriegen wir hin. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Schönen ersten Weihnachtsfeiertag, morgen zweiten Weihnachtsfeiertag euch. Ich denke mal, vielleicht werde ich heute Abend noch einen Vlog aufnehmen, vielleicht morgen früh dann, nachdem wir beim Inder waren. Halt, mal gucken, wie es wird. Ich kann euch vielleicht im Community Hub auch nochmal 2 Weihnachtsbäume zeigen. Einmal hier bei meiner Family und einmal den WG-Weihnachtsbaum. Kam ja heute auch eine Info beim Community Hub schon, die erste sogar. Und mal gucken, wie das funktioniert alles. Auch das werde ich vielleicht versuchen in Zukunft zu erweitern. Und auch da könnt ihr mal gerne
in die Kommentare schreiben hier unter das Video. Natürlich, wie ihr das findet mit dem Community Hub, ob das euch interessiert oder so. Vielleicht ein paar interessantere oder privatere Inhalte oder sowas. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das findet. Ansonsten, wie gesagt, nächster Vlog kommt. Ansonsten, jetzt um 10 Uhr kam ja Project Hospital. Um 14 Uhr wieder Airport CEO, 15 Uhr Big City, Big Emissions und um 16 Uhr Big City, City Bus Manager. So. Gut, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.